Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter hier in unserer spannenden neuen Folge von unserem Twilight Princess Randomizer. Ja, ach nee, wer hätte es erwartet. So, ja, im letzten Part haben wir ja so ein bisschen angefangen mit unserem Kopierstab und unserem Gleiter verschiedene Items einzusammeln, die wir jetzt erreichen endlich können. Das war gutes Deutsch. Jetzt endlich erreichen können. Genau, haben da schon einige Sachen abgeklappert. Doch manche halt mit wenig Erfolg. Wir haben bisher eigentlich nur Herzteile, Geld und einmal einen Insekt bekommen. Also jetzt nichts Essentielles. Nicht so, dass wir jetzt einen Schlüssel haben, der uns jetzt irgendwo weiterbringt. Deswegen, ich hoffe, dass wir in der heutigen Folge vielleicht noch ein bisschen Glück haben und noch ein Item irgendwo erhaschen können, was uns erstmal ein bisschen weiterbringt. Sei es ein kleiner Schlüssel oder ein Boss-Key, irgendwie sowas. Damit wir auch erstmal irgendwo sagen können, ja, hier geht es jetzt endlich mal weiter. Das wäre toll. So, auf jeden Fall. Zack. Hier waren wir noch nicht, oder? Ach ja, hier ist auch nur der Pfad, okay. Hier müsste es aber irgendwo, wie gesagt, auch nochmal einen Ort geben. Zack. Zack. Da drüben ist er nämlich. Da können wir mit dem Gleiter nochmal langfahren. Wenn wir den dann abgeklappert haben, sind wir auch mit den Gleiterorten erstmal fertig. Wir müssen vielleicht auch nochmal nach Kakariko gehen. Möglicherweise haben wir da auch wieder irgendwas, was neu getriggert hat. I don't know. Einfach mal ausprobieren. Ach ja, guck mal. Hier ist sogar was zum Buddeln. Also da könnte sogar potenziell vielleicht sogar ein Geist drin sein. Ich mach mal kurz Tageszeit ändern und verwandle mich nochmal in einen Wolf. Vielleicht gibt es hier auch noch einen Geist einfach so. Mal gucken. Nee, leider nicht. Schade. Okay, dann einmal rein da. Wir haben einen weiteren Ort zum Buddeln gefunden. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh Gott. Okay, hier ist auf jeden Fall Morgenstern angesagt, Leute. Mit dem Morgenstern kann man hier ordentlich was machen. Dann sind das nämlich keine harten Gegner mehr. Morgenstern ist so das Imba-Item. Ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn wir das als Anfangs-Item bekommen. Weil du einfach eine Bombenkraft hast und ganz ehrlich, du kannst damit bomben, du kannst damit kämpfen, du kannst damit solche Gegner easy bekämpfen. Morgenstern ist hier einfach das beste Item. Also in Twilight Princess auf jeden Fall. Für einen Randomizer bestes Item. Ich verstehe es nicht. Immer nur Bomben. Wir haben aktuell nicht so großes Glück. Guck mal, hier ist noch eine kleine Schatzkiste. Ganz wichtig, immer die mitnehmen. Ah, aber hier war es leider nur Geld. Haben wir noch eine? Guck mal, hier ist noch eine. Das gibt's nicht, ey. Wie gut die versteckt sind einfach. Und da kann halt einfach so wichtige, können so wichtige Dinge drin sein. Können. Muss aber nicht. War halt im letzten Randomizer so, da hatten wir da in den kleinen Kisten Schlüssel drin und die waren essentiell wichtig fürs Weiterkommen. So. Schade. War leider ein kompletter Reinfall. Traurig, aber wahr. Okay. Nicht weiter schlimm. Wir haben noch drei offene Orte mit dem Kopierstab abzugrasen. Zum Bleistift. Hier. Im Wald von Firone. Gibt es noch einen Ort, die wieder eine Schatzkiste und Hieroglyphen enthält. Dann haben wir noch einen auf der Ebene von Hyrule und einen in der Wüste. Das heißt, es gibt jetzt noch sechs Orte zu finden. Oder sechs Belohnungen, die wir erhalten können. Das ist schon noch eine ordentliche Menge. Ich hoffe einfach, dass da irgendwo noch ein Key-Item dabei ist. Also ein Schlüssel oder ein Geruch. Geruch vom Lachs wäre auch super. Da könnte man nämlich endlich in den Eisbereich vordringen. Ja, ansonsten Boss-Key wäre auch geil. Irgendwie sowas. Ein paar Briefe. I don't know. Irgendwie solche Sachen brauchen wir. So, dann einmal bitte hier rein.
Komm schon, gib mir was Gutes. Bitte, bitte. Hey, ich weiß nicht, was ich mit diesem Geld machen soll, ne? Ich weiß es einfach nicht, Leute. Ich kriege aber auch keine größere Börse. Ich habe einfach nur Pech. Ich kriege hier eins nach dem anderen Geld zugeschoben. Dabei bin ich mit dem Geld eigentlich schon so gut wie durch. Also wir brauchen, glaube ich, jetzt für eine Sache noch Geld. Ansonsten war's das. So, hier können wir jetzt noch eine Schatzkiste bekommen. Dann sind wir da, glaube ich, auch komplett durch. Stimmt, das war ja so. Korallenohrring. Ja, geil. Okay. Sehr gut. So, dann... Ja, genau. Ich upgrade mal die Angel zum Korallenohrring. Jetzt können wir nämlich die Dunstforelle fangen bei den Soras. Dann kriegen wir den Geruch. Aber, ach so. Ich weiß nicht, ob der Geruch jetzt auch gerandomized ist. Also entweder bekommen wir den Geruch directly. Ja, oder wir bekommen halt auch ein random Item. We will see. Aber wir machen erstmal weiter mit dem Kopierstab. Zwei Orte sind es noch, die wir abklappern müssen. Wir müssen halt das mit dem Kopierstab komplett beenden. Also beziehungsweise die Hieroglyphen ja auch für das Buch komplett machen. Weil, wenn wir das nicht machen, triggert, glaube ich, die Szene mit der Kanone für Kumula nicht. Denke ich zumindest. So. Das Traurige ist, es sind jetzt nur noch zwei Orte. Das heißt, vier Belohnungen gerandomized. Aber wir haben den Ohrring bekommen. Ist auch nicht schlecht. Ist schon mal ein Anfang. So. Nächste Belohnung. Let's go. Okay, Geisterseele. Ist fein. So, das ist jetzt auch hier. Das ist eine eklige Stelle. Die mag ich gar nicht. Weil da musst du so ganz komisch die Statue dann mitnehmen. Also wir brauchen die jetzt quasi, um hier einmal rüber zu hüpfen. Und dann müssen wir die irgendwie so ganz merkwürdig hier mit rübernehmen. Obwohl, es geht eigentlich. Ich hatte es irgendwie schlimmer in Erinnerung. So, zack. Und dann nochmal ein gewagter Sprung da lang und okay. Okay, ich hatte es schlimmer in Erinnerung. Ich habe maßlos übertrieben. Ah, Geld. Mann, wir haben aber auch echt Pech. Sau Marianne. Okay, weißt du was, wenn ich jetzt einmal hier bin? Ich gehe mal schnell bei Bones, heißt er, glaube ich. Meine Bomben verkaufen. Ich teleportiere mich, oder? Aber ich glaube, das Tor ist auch zu. Ja, einmal rein da. Da-da-dam. Okay, wir verkaufen mal unsere Bomben. Ich weiß, wir bekommen kein Geld dafür, aber ich will einfach mal... die Bombentasche leer haben und wir kaufen vielleicht direkt auch Wasserbomben. Ich hoffe, das kann ich machen. So, Tageszeit vielleicht auch noch ändern? Werde ich jetzt wieder zum Wolf? Ich werde wieder zum Wolf. Cool. Wie nice. So, verwandeln. Meine Güte. Okay, wir haben den Ohrring, Leute. Zumindest das haben wir erstmal. Wir können dann bei Ilja nochmal vorbeigucken. Vielleicht hat da irgendwas getriggert. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich erst die ersten drei Dungeons abschließen, bevor da irgendwo was triggert. So, Kumpel. Die Musik.
Ich verkaufe jetzt einfach mal. Komm hier. Verkaufen. Ja. So. Müsste jetzt leer sein, ne? Oh Gott, ich habe alles verkauft. Das war dumm. Ich habe alles verkauft. Sorry. So. 15 Unterwasserbomben. Und hier kaufe ich nochmal 30 nochmal. Wir haben eh genug Geld, ganz ehrlich. Sorry, Leute. Aber wir haben genug Geld. Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. So. Haben wir es wenigstens mal für was Vernünftiges ausgegeben. Ne, haben wir ein paar Wasserbomben. Das heißt, wir können jetzt auch unter Wasser mal ein paar Sachen wegsprengen und könnten jetzt theoretisch auch in den Wassertempel rein. Mit den Wasserbomben. So. Okay, das hätten wir. Wollen wir nochmal kurz reingehen und mit Alia sprechen, beziehungsweise gucken, ob der andere Typ vielleicht auch da ist. Wie gesagt, das sind halt immer mal so Triggerpunkte, wo es was geben kann. Aber nicht muss. Genau. Bei Thelma in der Bar gibt es halt auch manchmal solche Punkte. Die Musik. Hallo. 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 Zora am See. Keine Ahnung. Und hier der Typ ist... Ja. Okay. Keine Ahnung, ich habe glaube ich irgendwas getriggert gerade. Zumindest hat sie gerade mit mir gesprochen. Gut, wir teleportieren uns erstmal wieder. Es kann sein... Wo taucht denn die Sora-Mutter das erste Mal auf? Oder die Sora-Königin? Ist das hier? Taucht die da das erste Mal auf? I'm not sure. Egal, wir holen jetzt erstmal das letzte noch. In der Wüste. Genau. Das machen wir noch. Gibt nochmal zwei Belohnungen. Ah, wir haben nicht so richtig was wir bekommen, ne? Ich hoffe halt echt, dass wir dann vielleicht den Geruch von der Dunstforelle bekommen, weil dann können wir halt ins Schneegebiet, können da nochmal einige Geister, Schätze und auch die, den Dungeon betreten. Das wäre nochmal ganz geil. Wie gesagt, das haben wir noch als notdürftige Lösung, die Drillhöhle zu machen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier schnell. So, dann hier gibt es auch nochmal zwei Belohnungen, Gegenstände. In der Hoffnung, dass es mal kein Geld ist. Jetzt könnte ich es aber mal gebrauchen. Ein bisschen. So, verwandeln. Na toll. Okay, einmal bitte. Hier so. Geh mal runter. So, machen wir hier gleich mal Sprungplatte klar. Vielleicht war das auch das, was so ein bisschen komisch war. So, erstmal ein Item und dann darüber noch zu der Schatzkiste. So, was kriegen wir hier Schönes? Pfeile. Okay, wir müssten jetzt quasi einmal darüber. Das ist ganz komisch hier. So. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen nach vorne drücken. Ich glaube, so könnte es was werden. Und dann von da drüben müssen wir auch nochmal den so positionieren, dass wir dann auf die andere Seite rüberspringen können. Ist halt alles nicht so geil. So. So. Und dann halt hoffen, dass man nicht runterfällt, ne? Weil wenn man runterfällt, dann muss man alles nochmal neu machen. Okay. So. So. Perfekt. Ah, schön. Dann haben wir das auch und wir kriegen aber nur Geld wieder. Ach Mann, ist das traurig. Okay, dann haben wir die ganzen Orte jetzt schon abgeklappert und haben quasi
Wir haben ein Insekt bekommen und wir haben den Ohrring bekommen. Das waren jetzt unsere Key-Items da aus dieser Quest. Dann gehe ich jetzt mal direkt zum Sora-Königreich. Angel mal die Dunstforelle. Und hoffen mal, dass wir den Geruch der Dunstforelle erhalten. Ansonsten hätte ich gesagt, wir können das Insekt noch abgeben. Ja, da können wir nochmal ein potenzielles Item bekommen. Und hier, warte mal, wir haben jetzt hier Wasserbomben. Wir können den Felsen da unten jetzt wegsprengen. Das könnten wir auch machen. Verwandeln. Dann einmal Wasserbomben und einmal Eisenstiefel. Richtig? Genau, diesen Felsen da können wir nämlich wegsprengen. Wir müssen nur mal gucken, wie wir das am dümmsten anstellen. So. Der Gerone ist schon mal free. Jetzt müssen wir nur noch nach oben wieder, bevor wir ertrinken. Oh oh. Ja, mit sinnlosen Toten ist zu rechnen. RIP. Okay. Ich hoffe, der Gerone ist free. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der Gerone? Ach, ich dachte schon. Hey, Kumpel. Mann, Wasserbomben. Echt jetzt? Ganz kurz vor der Oberfläche. Wir sind quasi schon an der Oberfläche. Nein. Ach Mann. Okay. Gut, alles klar. Zweimal gestorben im selben Part mit derselben Sache. Geil. Und wir haben Bomben erhalten. Dankeschön für nix. Ich glaube, ansonsten ist da unten auch nichts weiter, ne? Also ich glaube sogar, man trifft hier als erstes die Königin, oder? I'm not sure. Achso, hatten wir hier die Fackeln angezündet? Weil hier gab es ja auch eine Schatzkiste, oder? Warte mal. Hatten wir das hier angezündet? Bin mir gerade unsicher. Nee, guck mal, hier gibt es nämlich auch noch mal eine Schatzkiste. Stimmt. Einmal kurz hier durchrennen und alle Fackeln anzünden. Dafür gab es doch was, oder? Jo. Wusste ich's doch. Vielleicht kriegen wir hier noch was Schönes. Da muss ich jetzt nochmal unter Wasser. So, zack. Ist zumindest nicht so tief wie eben, ne? Haben wir ein Glück. Oh Mann. Ich habe aber auch ein Pech. Warum habe ich denn so Pech? Okay, fangen wir mal noch die Dunstforelle. Und dann haben wir noch das Insekt. Also wir haben jetzt noch zwei kleine Hoffnungsschimmer, dass wir irgendwas Schönes bekommen. Ansonsten fangen wir fast wieder bei Null an, ne? Ich weiß gar nicht, gibt es hier auf dem Grund des Wassers noch irgendwelche Schatzkisten? Ist halt alles super gefährlich, wenn du hier einfach rumrennst. Ohne Sora-Rüstung, ne? Die wäre schon sehr essentiell, wenn wir die langsam mal bekommen könnten. Wäre schon nice. So. Ach Mann. Die sind ein bisschen schwerer zu fangen. Die ziehen nicht so richtig runter, die knabbern immer nur so ein bisschen. Die machen immer nur so einen kleinen... Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ich früher muss oder ob ich länger warten muss. Ja, okay. Das hätten wir, glaube ich.
Let's go! Da ist sie, die Dunstforelle. So, und dann gleich mal verwandeln. Und mal schnuppern, ne? So, bekommen wir den Geruch? Ah, Geruch der Geister vergessen, ja. Geruch von Fisch gebildet. Alles klar, geil! Ja, dann machen wir das jetzt mal so. Ja, das können wir ja später wieder zurückmachen. Ja, aber wir haben jetzt erstmal den Geruch von Fisch. Das heißt, theoretisch können wir ins Eisgebiet, Leute. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt noch nicht. Ich gehe noch mal ganz kurz das eine Insekt abgeben, damit wir wirklich alle Items ausgeschöpft haben, die gehen. Aktuell haben wir auch nur 3 Herzen. Es wäre ziemlich dumm, jetzt ins Eisgebiet zu gehen, ne? Vielleicht sollte ich da noch mal irgendwie eine Quelle aufsuchen oder sowas. Irgendwie so. Keine Ahnung. Dadurch, dass wir jetzt zweimal ertrunken sind, war das ja jetzt nicht so geil. Ach ja. Okay. Aber ja, wir haben jetzt zumindest den Geruch von Fisch. Nein, hi. Damit können wir jetzt ins Eisgebiet. Schön. Und da gibt es halt auch viele, viele Geister. Wir können in die Dings rein, in die Festung. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Also ich denke mal so 20, 30 Items. Na, 20. 20 auf jeden Fall. Und darunter hoffentlich ein paar Schlüssel. Kann man was mitmachen, denke ich. So. Das eine Insekt geht man noch schnell ab. Was haben wir denn da? Eine Geisterseele. Okay, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Da gehen wir zum Eisgebiet und schauen uns mal da um und hoffen, dass wir da ein paar schöne neue Items bekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.